So, ihr alten Harpienhoden, da sind wir wieder. In der Welt von Witcher 3. Und auf dem Weg zu der Traumdeuterin, die jetzt hoffentlich aufgewacht ist. Hat schon mal hingehauen. Und uns jetzt ein paar Hinweise verpasst. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut, wir sehen uns dort. Alles klar. Soll sie sich erstmal eine Runde ausruhen? Und wir können jetzt auch guten Gewissens raus hier. Wir müssen jetzt bloß noch dem Besitzer verklickern, dass die Butze nichts für ihn ist. Und er das am besten mir In überschreibt. Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abgewichen. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Ja, ich krieg's nicht hin, oder? Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinns bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja. Recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. So, eine solide Einstellung, ja? Das zweite Schwert. Dass man das einfach so hinnimmt. Na, für ihn, der so viel Kohle hat, okay. Diese Jugend heutzutage. Alle weichen der Birne. Hilfe. Rette mich. Ich sterbe. An Ich würde Armut. ja, aber ich drücke so oft, das kann, ich kann die Taste, aber passiert nichts. Tada! Ich habe gesehen, der hat hier auch so viel in seinem Kämmerchen. Ob ich da Ärger kriege, wenn ich da drin fasse? Aber geht ja nicht. Okay. Na, Glück für euch. Din 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 din. Wieder ein herrlicher Tag hier in Novigrad. Hier ist der Umlandschmied. Haben wir noch Plünder, den wir verchecken können? Ich prüfe das mal Soll ich dir kurz. was schärfen oder umschmieden? Ich würde eigentlich nur gerne deine Knete haben. Wie so oft. Was hast du im Angebot? Was will man sonst hier haben von diesen Noobs, ja? Genau. Das kann welch. 19 Kronen, Leute, Alter. Das Schwert würde ich gerne behalten. Kriegen wir für die Treter hier? 33 und die Buchse nochmal 23. Ach, kann alles weg. Weg. Kaufst du sonst noch coole Sachen? Die müssen wir noch anbauen, hier die Satteltaschen. Und hier müssen wir uns für eine entscheiden. Also da uns gegen Geister grundsätzlich Feuer nicht hilft. Ah, ich weiß nicht. Oder Zeichenintensität. Ah, lassen wir das erstmal noch. Vielleicht kriegt dazu noch eine starke Intention. Bisschen was von dem Holz kannst du haben. Oh ne, ist ein Schwert. Okay, dann nicht. Ich habe gedacht, wir können uns jetzt hier noch schön bereichern. Aber wenn nicht, haben wir einen Anlaufspunkt. Für den guten Herrn, falls wir mal wieder ein paar Waffen über Bis haben. dann. Hexerhaus. Schon das Wort. So. Deinesgleichen sollte in Norwegen Goldener Stör. Ich muss pissen wie ein Stier. Hier, Kapitän Wolfsstein, Wolfsbart, Wolfsmensch.
Der wird ja hier unten auf uns warten. Aber der sah ja nicht so aus, als ob er ein Problem damit hat, sich eine Nacht zu besaufen. 24-7, der regelt, okay. Dann das müssen ewige wir. Feuer mag uns beschützen, aber ein Hexer ist auch ganz praktisch. Sieh an, der Herr. Müssen wir irgendwie ihr Zimmer finden? Hey, Silbermähne. Ach, kein was Becher. Boah, ist hier überall was liegt, ja? Herrlich. Ich könnte mir einfach die Mythen Schnaps heben. Ich muss erst die Bude inspizieren. Hm, ja, schön hier. Karten, alles klar, hier spielt ihr Advent. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Na denn los. Hopsek muss nicht wieder Ciri spielen. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ausgebildet. Leben gerettet. Sie war dabei, als ich gestorben bin. Muss ja denn ein Dings gewesen sein, in Riva, oder? Es war in Riva. Der zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel, rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Willst du noch was hinzufügen? Vielleicht noch eine Erinnerung? Na klar, hier eine Prise Erinnerung. Ja, und ist aber nicht eine weiterführende Antwort. Ja, da ist noch was. Schon gut. Sag mir nicht mehr, als du willst. Ach so, dann kann ich die ganzen anderen Sachen da mal drin packen. Ah, okay. Ich erledigte einst einen Auftrag. Sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Also kann man ein bisschen Hintergrundgeschichte erfahren. Aber ich denke mal, ist okay. Wenn das ausgebildet wurde, haben wir gesehen. Lassen wir das mal so. Nein. Machen wir weiter. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt, als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Verstehe. Ja, da ist noch etwas. Das ist wie so eine kleine Therapie, ja? Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war.
Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen. Aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nee, wir können weitermachen. Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Mit Nebel hier drin. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Ich hätte jetzt auch auf Rittersporn getippt, aber es ist wahrscheinlich Bedelt, richtig? Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Ich häkel jetzt einen Traum. Lässt sich von einer Schwalbe. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen. Und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Ein Restaurant, glaube ich, war das in der Stadt. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Okay, das ist schon mal cool. Haben wir einen Anlaufpunkt. Oh, was ist denn hier? Becherchen. Und Stufe 13. Wir müssen demnächst mal Fähigkeitspunkte verteilen. Wer weiß, ist das langweilig. Du würdest einen guten Seemann abgeben. Oh, was ist denn Nacht geworden in der Zeit? Okay, wir haben ja geträumt. Was geht denn jetzt ab? Mann von Hurensohn? Warum seid ihr so negativ auf uns zu sprechen? Ach komm schon. Was war denn das jetzt, Leute? Wir sacken mal alles ein. Auch wenn das Übergewicht bedeutet, aber für diese Keulen bekommen wir, glaube ich, ein bisschen was. Für diese Streikkolben. Gibt's da nicht, ey. Deine Mutter war ein Hamster und dein Vater auch nach Holunderbeeren. Ein bisschen süß wird die AP gerade. Was haben wir hier an der Ecke? Das ist ein Ausrufezeichen auf der Garde. Damit wir uns verstehen. Wenn du verlierst, kannst du nicht das. Behaupten, dass du hier muss man nachher auch noch her. Aber das macht erst Sinn, wenn wir nach Skellinge gefahren sind. Weil der hat eine Quest für uns auf diesen Nordinseln. Der möchte da mit uns Perlen tauchen. Da kann ich mich nur gut dran erinnern. Fand ich ganz cool irgendwie. Aber was wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Achso, war ja Stufe 24.
Na, dann nehmen wir uns Rosmarin und Thymian. Dann machen wir einfach ein bisschen Hauptquest. Das hätte ich gerne erstmal diesen Schwertschmied weitergemacht, aber der liegt ja dann wahrscheinlich bloß in der Hose. Ein Bärenfell. Ich kann mich ja nicht erinnern, dass das hier so im Zentrum war. Okay, komme ich hier durch. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Ich bin alles so leid. Sachen gekümmert. Alter, was ein Umweg. Du genießt den Respekt der Straße, Hexer. Ist das Banditen da vorne? Nee. Oh, hier waren wir aber auch noch nicht. Aus welchem Dorf kommst du? Beiden. Hier, guck mal, hier ist ein Hinterhofhändler. Bandit? Du bist hier der Einzige, der was verwechselt. Hier mit den Kronen, aber schnell. Lasst ihn in Ruhe. Und wer bist du? Eine Möchtegern-Tempelwache? Profi, Alter. Versuch, einen besorgten Bürger zu spielen. Ich bin ein Bewunderer von Recht und Ordnung. Dann hast du den Fehler gemacht, in diese Stadt zu kommen. Ihr macht hier den Fehler. Lasst ihn in Ruhe. Und wenn nicht, was dann? Dann gibt's Axi, Alter. Dieser Mann ist die Mühe nicht wert. Sein Laden ist überschuldet. Du hast recht. Er sieht richtig verarmt aus. Da muss ich widersprechen. Keine Ahnung, warum ich den Kerl behelligt habe. Entschuldigung und auf Wiedersehen. Ich muss Zähne putzen gehen. Wo? Das ist doch eine gesunde Alternative, ja? Bevor man den Kopf verliert. Geh nach Hause, Kaufmann. Und komm besser nicht wieder. Das werde ich. Ich meine, das werde ich nicht mehr. Ja, danke, Herr. Schön, dass man das immer so simpel ohne Gewalt lösen kann teilweise. Schrecklich blass. Mensch, hast du Angst? No, das war dann nett hier. So, dann gucken wir mal hier ins Etablissement Rosmarin und Thymian. Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer. Wir wollten nur... Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Sultan. Ist ja noch unaufgeräumt hier drin. Da müssen wir aber tun, Leute. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Oh, und dann durch die Hintertür wieder rein. Da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Das sieht doch nett aus, ja? Ah, die wollen sie bloß kloppen. So mit Fäusten. Na los, komm. Ach, ja, wenn du Schmass fang ich an. Ist dann auch noch. Oh. Darf ich Feuer machen? Nee, okay. Das war's. Jetzt bist du dran. Mann, ich komm hier nicht weg. Na komm schon. Das ist mies. Oh, ich krieg gleich wieder an die Tod, Alter. Ist das Assi? Los, komm. Ah, genau wie ja, in jetzt alten ist Zeiten, was? Ja, als hätten wir Wergen nie verlassen. Oh, was? Schön, Sultan. Ich hab mal eingesteckt und er hat ausgeteilt. Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan? Gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich?
Es geht um Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Wie immer mit Rittersporn. Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall! Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Ja, ich glaube, Rittersporn, der muss erstmal so ein kleiner Geschäftsmann werden. Oh, Oliven, habt ihr das gesehen? Geil. Ich mag Oliven. Aha, der Brief an einer dankbaren Muse. Du liest anderer Leute Briefe? 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Ach, das Bild, habt ihr das Bild gesehen? Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Rittersporn und Planung. Köstlich. Außerdem dürften seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren, offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. In letzter Zeit? Er macht ja eigentlich nichts anderes, oder? Keine schlechte Idee. Rittersporn ist sehr geschwätzig. Vielleicht hat er seinen Freundinnen etwas gesagt, was uns auf seine Spur bringt. Darauf baue ich. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Okay, dann gucken wir uns hier noch kurz um. Was ist das hier? Aus den besten Weingärten. Jedes einzelne Fass. Niemand kennt sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Noch ein Brief. Gute alte Schöpfkelle, nehmen wir doch mal gerne mit. Kristallessenz. Aber wenn die immer von Wein reden, dann habe ich immer schon wieder Bock, mit euch nach Toussaint zu reisen. Das wird richtig gut, aber davon sind wir auch leveltechnisch noch ganz weit entfernt. Bis das da losgehen kann. Fand ich damals richtig gut, die Erweiterung. Und hat damals auch nur... Oh, was ist das hier? Ah, eine Lagerkiste, cool. Guck mal, da können wir... Das ist doch nicht verkehrt, Leute. Da können wir doch mal ein bisschen was von unserem Plunder loswerden. Ohne, dass wir das immer verkaufen müssen. Packen wir erstmal diese 1 Million Bolzen hier weg. Das hilft doch schon ungemein. Das Sword noch rüber, weil das brauchen wir nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Die Trophäen, ah, die können wir behalten. Warum die? Warum ist die eigentlich rot angezeigt? Keine Ahnung, aber die behalten wir mal auch drin. Das Hemdchen kann noch rüber. Und den Rest, das ist ja alles so zum Verschachern. Das müssen wir ja loswerden. Die behalten wir auch. Aber 72 von 130?
Ist doch geil, wenn wir jetzt die Satteltaschen mal noch anbauen. Tütülü. Peng, können wir die verkaufen hier? Aber 170 Tragekraft, Freunde der Sonne. 170. Ja, wie gesagt, Toussaint, richtig cool. Da haben sie damals nicht viel für verlangt, glaube ich. Und das hat mega Umfang, ne? Das ist, ich will jetzt nicht sagen, so groß wie die Welt hier, aber auch ein echtes Ende. Und alles mit coolen Sachen gefüllt. Also mit schönen Aufträgen. Und hoffen, ich glaube, auch noch eine ganze Menge coole neue Gegner. War wirklich ein Hammer für eine Erweiterung. Da freue ich mich drauf. Alter, wie viel Zimmer das hier hat. Da kann man ja wirklich richtig was draus machen, ja. Ist natürlich wichtig, dass man das vorher alles ein bisschen aufräumt. So wie wir jetzt. Alter. Aber sonst irgendwas Besonderes kann man jetzt hier nicht finden, ne? Irgendwas. Noch so einen richtigen Hinweis oder so? Eine schöne Pennerecke. Die haben hier echt ihr Haus, ja. Ist die Frage, warum die hier drin waren. Und dann jetzt ja auch noch höher. Salpeter. Okay, und eine Tür hinter einer Bank. Die natürlich abgeschlossen ist. Ich glaube, das ist für später, für Ernstjan später. Oh, ich schaff's, cool. Alles klar, Leute. Aber an der Stelle verabschiede ich mich von euch. Wenn euch die ganze Sache gefallen hat, das Video, dann lasst doch einen Daumen da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und gucken, was Rittersporn hier so treibt. Bis dahin, bearbeite ich Videos, gehabt euch wohl. Bis dahin. Tschüss.